Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit 2 Jahren jetzt mal wieder hier. Das freut mich. Ich will auch gleich zu meinem Vortrag kommen, denn die Zeit ist ja schon etwas fortgeschritten. Keine Wahl in der Geschichte der Zweiten Republik seit 1949 hat tiefere Erschütterungen ausgelöst als die Bundestagswahl am 24. September 2017. In ihrer Internetausgabe titelte die regierungsnahe Wochenzeitung Die Zeit noch am Wahlabend das Ende der Bundesrepublik. Man mag das für eine pathetische, ja hysterische Übertreibung halten, aber wenn man unter Bundesrepublik nicht allein den Staat des Grundgesetzes versteht, sondern diesen Staat darüber hinaus mit einem bestimmten Parteienkanon identifiziert, der seither weitestgehend stabil geblieben ist, seit den 50er Jahren, dann ist die alte Bundesrepublik tatsächlich am 24. September 2017 zu Ende gegangen. Das deutlichste Zeichen für die wahre Tiefe dieses historischen Umbruchs ist die grassierende Ratlosigkeit, mit welcher die Tonangeber in Politik, Medien und Wissenschaft dem Wahlresultat gegenüberstehen. Meist wärmen sie bloß alte, längst abgewetzte Erklärungsmuster auf, die schon lange vor dem Wahltag von der Wirklichkeit widerlegt wurden. Die massive Ablehnung, mit welcher dem politischen Neuling AfD begegnet wird, illustriert, welche Dimension die politischen etablierten Kräfte dem Ereignis vor knapp 4 Wochen beimessen. Die Wucht, mit welcher auf die neue politische Konkurrenz eingedroschen wird, und die Einhelligkeit, mit welcher die übrigen Parteien im Gleichklang mit den führenden Medien auf die neue Formation eindreschen, verleitet manch erschrockenen Beobachter zu Vergleichen mit totalitären Systemen der Vergangenheit. Das ist natürlich maßlos übertrieben. Die AfD-Abgeordneten werden nicht verhaftet, kritische Journalisten nicht mit schwarzen Limousinen von der Straße gefischt. Wollen wir mal gucken, was nachher da draußen steht. Also wollen wir bei allen ihren Fehlern feststellen, dass die Bundesrepublik eben doch eine funktionierende Demokratie ist. Allerdings muss Demokratie stets aufs Neue verteidigt werden. Sonst verfault sie, vergeht sie im Einerlei der Ignoranz. Daher kann der historisch versierte Zeitgenosse nicht übersehen, dass im Umgang mit der neuen Oppositionspartei Muster, wenn auch zum Glück in extrem verdünnter Aufbereitung, zutage treten, die wir leider schon kennen. Den bornierten Kadern der Kommunistischen Partei der Sowjetunion beispielsweise erschien es ebenfalls undenkbar, dass irgendein geistig gesunder Mensch aus lauteren und klugen Gründen eine andere Politik befürworten könnte als jene der allwissenden Roten Staatspartei. Daher teilten die Kommunisten ihre Gegner in 3 Gruppen ein. Wer gegen sie war, der war entweder dumm, der war entweder böse oder einfach verrückt. Die Dummen, das waren defizitäre Gestalten, die man so lange und so gründlich ideologisch indoktrinieren musste, bis sie die kommunistische Heilslehre als die einzig wahre anerkannten. Die Bösen, das waren die Hetzer, welche die Dummen gegen die kommunistische Führung aufbrachten. Sie waren auszuschalten, durch Inhaftierung oder noch Schlimmeres. Und die Verrückten? Für sie unterhielt die Sowjetmacht psychiatrische Haftanstalten. Eine besonders zynische Einrichtung, in welche politische Gegner eingesperrt wurden. Durch die unmenschliche Behandlung dort nahmen nicht selten zuvor geistig völlig gesunde Oppositionelle erst wirklich Schaden am Körper und auch an der Seele. Was hat dieses schaurige Kapitel der Geschichte mit uns heute zu tun? Nun, wer die vermeintlichen Analysen zu den Anhängern der AfD liest, reibt sich verblüfft die Augen. Offenbar unfähig, an lautere, kluge und geistig gesunde Gründe für deren Entscheidung auch nur glauben zu können,
werden diese Leute in drei Gruppen eingeteilt. Das dumme Fußvolk nennt man verbreitet die Abgehängten. Die Globalisierungs- oder Modernisierungsverlierer, sie muss man abholen, heißt es dann, um sie auf den Pfad der guten politischen Gesinnung zurückzuleiten. Die Bösen, das sind diejenigen, welche Hass, Wut und Vorurteile in die Herzen der Dummen pflanzen. Man nennt sie die Hetzer, welche die Gesellschaft spalten, weshalb man sie von den Dummen trennen und politisch ausschalten muss. Und dann hören sie ständig von Islamophoben, von Homophoben und weiteren irgendwie Phoben, welche durch den blauen Parteifuhl geistern. Eine Phobie jedoch ist nichts weniger als eine Störung des Geistes. Wer unter einer Phobie leidet, der fürchtet etwas ohne jeden vernünftigen Grund. Der Klaustrophobiker weiß ganz genau, dass die Fahrt in dem engen Aufzug keinen Deut gefährlicher ist als der Weg über die Treppe. Und doch meidet er den kleinen Kasten, wo er kann. Ich selbst weiß ganz genau, dass die Treppe, die sich frei durch die Luft in die Turmspitze der fast 150 Meter hohen Hamburger Petrikirche schraubt, stabil und sicher ist. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich es trotz mehrfacher Anläufe jemals geschafft hätte, diese Himmelsleiter bis ganz nach oben zu steigen. Leichenblass und schweißgebadet habe ich mich stets nach höchstens der halben Strecke wieder nach unten gehangelt, beide Hände fest ins Geländer gekrallt, um danach mit auf wachsweichen Knien aus dem Gotteshaus zu wanken. Sie sehen, die meisten Phobien sind zwar lästig, aber harmlos. Mich hindert diese lästige Höhenangst nur daran, den höchsten erreichbaren Aussichtspunkt meiner Heimatstadt zu erklimmen, mehr nicht. Doch hier geht es nicht um Fahrstühle oder Kirchturmspitzen. Hier geht es um das politische Leben in einem Land. Und wenn politisches Andersdenken als Ausdruck einer Phobie, also einer geistigen Störung eingestuft wird, dann ist höchste Alarmbereitschaft angesagt. Denn wer solche Urteile spricht, der verlässt den Rahmen der respektvollen Auseinandersetzung. Nein, natürlich sind wir zum Glück meilenweit entfernt von diktatorischen Zuständen, die mit dem Begriff Gesinnungsdiktatur zuweilen an die Wand geworfen werden. Doch leben wir schließlich in einem Land, in dem es normal zu sein scheint, jede politische Regung auf Parallelen mit einer bestimmten Diktatur der Vergangenheit hin abzuhorchen. Da sollten wir den Blick ruhig einmal auf eine andere tote Gewaltherrschaft erweitern und die Mechanismen von damals mit denen von heute vergleichen. Wie wir nunmehr erleben müssen, haben Spurenelemente des alten Ungeistes überlebt. Die sollten wir erkennen, benennen und austreiben, um der Demokratie und der Freiheit willen. Vollends verquer mutet es übrigens an, wenn gerade jene Stimmen, welche jene drei herabsetzenden Einstufungen vornehmen, dumm, abgehängt oder böse oder verrückt, wenn gerade jene Stimmen mahnen, man dürfe die Gesellschaft nicht spalten. Die haben es nötig. Wer Andersdenkende pauschal als entweder defizitär, hetzerisch oder geistig angeschlagen verunglimpft, der ist es, der jede Gesprächsgrundlage zerstört, der ist es, der die Gesellschaft spaltet. Wie beispielsweise die Bundeskanzlerin in ihrer berüchtigten Silvesterrede von 2014. Doch Deutschland im Umbruch, das bedeutet viel mehr als das Aufkommen einer neuen Partei und den zuweilen ans hysterische grenzenden Umgang mit ihr. Die AfD ist nämlich mehr als ein Symptom das Symptom eines viel tiefer gehenden Wandels. Und die Asyl- und Zuwanderungskrise, die 2015 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hatte, war nur die nächste Etappe einer Entwicklung, die lange vorher begonnen hatte. Und die ihren Höhepunkt, so denke ich, noch nicht erreicht hat. Ich wage die Vorhersage, dass der 24. September 2017 bloß ein weiteres Vorbeben war, dem eine noch größere Erschütterung folgen wird. Wo eine Entwicklung genau begonnen hat, so wie diese, lässt sich nie mit Gewissheit festmachen.
Allerdings möchte ich den Versuch unternehmen, zumindest jene Etappen der jüngeren Geschichte abzustecken, an denen die Vorgeschichte der Bundestagswahl dieses Jahres an die Oberfläche getreten ist. Danach begann es mit dem Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, und der dadurch ausgelösten Sarrazin-Kontroverse des Jahres 2010. Nie zuvor waren die problematischen Auswirkungen von Multikulti in solcher Breite und solchem Furor diskutiert worden. 1,5 Millionen Exemplare des Sarrazin-Bandes wurden verkauft für ein politisches Buch, bei dem schon der Verkauf von 10.000 Exemplaren als sehr großer Erfolg gilt, war das eine Sensation. Nie zuvor hatte die Debatte dieses Themas das Land in solcher Intensität erfasst. Nie zuvor war sie schließlich in dieser Qualität geführt worden. Statt mit von links vielleicht heimlich erhofften, dumpfen Parolen von Ausländerfeinden mussten sich die Multikulturalisten mit klugen, durchdachten Argumenten auseinandersetzen, denen sie meist nicht viel mehr als geistlose Verdammung, Rassisten, oder weltanschauliche Beschwörungsformeln entgegenzusetzen hatten. Allerdings folgte dieser Debatte erstaunlich wenig. Als sie abgeklungen war, kehrten die Tonangeber zu ihren alten Klischees zurück, sangen das Hohelied von Buntheit, Integration und dem Segen möglichst zahlreicher, möglichst kulturfremder Einwanderung, als wären die von Sarrazin aufgedeckten Probleme nie zur Sprache gekommen. Aber auch das ging nicht lange gut. 2 Jahre später folgte dann die nächste Erschütterung, die schon anders ausgehen sollte als die scheinbar folgenlos verebbte Sarrazin-Kontroverse. 2012 brach eine Krise um den Euro in seither nicht gekannter Schärfe aus. Ähnlich wie in der Sarrazin-Kontroverse mit den Multikulturalisten wurden auch hier Millionen Deutsche von dem unguten Gefühl heimgesucht, dass ihre Interessen als Bürger und als Nation verraten würden zum Zwecke eines hochideologischen, wirklichkeitsfremden und letztlich zerstörerischen Projekts. Diesmal verhallte die Debatte schon nicht mehr folgenlos. Einige engagierte Kritiker wollten nämlich nicht mehr zulassen, dass die Politik nach dem Abklingen der Aufregung einfach zur Tagesordnung zurückkehrt, wie nach der Sarrazin-Kontroverse. Daher gründeten sie im September 2012 die Wahlalternative 2013, einen Verein, der zur Bundestagswahl 2013 jene Partei unterstützen wollte, welche eine alternative Politik zur sogenannten Euro-Rettungspolitik fordern würde. Zunächst schienen sich dafür die auf Landesebene nur in Bayern relevanten Freien Wähler bereit zu finden. Doch bekam die Truppe um ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger bald kalte Füße, als sie bemerkte, in welchen Kampf sie ziehen und welche Angriffe der Etablierten sie damit auf sich lenken würden. Also beschlossen Führung und Anhängerschaft jener Wahlalternative, im Februar 2013 eine eigene Partei unter dem Namen Alternative für Deutschland aufzubauen. Im Unterschied zur Sarrazin-Kontroverse hatte die Euro-Krise von 2012 also etwas Greifbares hinterlassen, und zwar in Form einer neuen Partei. Diese Formation konnte nach ihrem Scheitern an der 5%-Hürde bei den Bundestagswahlen 2013 im Folgejahr einige spektakuläre Erfolge bei Landtagswahlen erzielen. Und gerade als der Stern der neuen Truppe 2015 schon wieder zu verblassen schien, folgte mit der völligen Aufgabe der Grenzkontrollen und dem Hereinströmen riesiger Menschenmassen die Asylflut. Dies war die dritte Erschütterung, die zum Einzug der AfD in fast alle Landtage führte und schließlich in das Wahlergebnis vom 24. September 2017 mündete. Was also vor 7 Jahren noch mit einem vorübergehenden Sturm begann, nahm vor 4 bis 5 Jahren eine feste Form an und hat im dritten Zug soeben das Parteiensystem der Republik gründlich verändert. Dies nun wäre der Moment für eine weise, etablierte Politik, das zu tun, was sie schon längst hätte tun sollen. Einkehr zu halten
und den eigenen Kurs gründlich zu untersuchen und zu korrigieren. Auf diese Weise könnten die Etablierten die neue Konkurrenz in die Schranken weisen. Wer jedoch jetzt die Verhandlungen zu einer sogenannten Jamaika-Koalition verfolgt, wird den Eindruck nicht los, dass die etablierte Politik fest entschlossen ist, auf demselben Pfad weiterzumarschieren, der all diese Erschütterungen bereits erzeugt hat. Selbst die Einigung von CDU und CSU sieht vor, dass weiterhin niemand an der Einreise nach Deutschland gehindert werden soll, ob er nun berechtigt ist zu dieser Einreise oder nicht. Damit erledigen sich Debatten um Obergrenzen von selbst, zumal dieser Begriff in der Unionseinigung ohne dies nur mehr sehr verwaschen vorkommt, die atmende Obergrenze, die also keine ist. Wohin uns die Koalitionsverhandlungen dann noch führen werden, wenn erst die Grünen das ihre hineingetragen haben in den Bündnisvertrag der vier Parteien, möchte man sich kaum vorstellen. Dies alles muss vor dem Hintergrund von Untersuchungen betrachtet werden, die, wie Sie in der Preußischen Allgemeinen lesen konnten, ermittelt haben, dass allein an die 400 Millionen Afrikaner die Absicht hegen, ihren Kontinent zu verlassen. Solche beunruhigenden Zahlen wischen die politisch Verantwortlichen mit erschreckender Halsstarrigkeit vom Tisch. Wer strikte Grenzkontrollen und die Abweisung von illegalen Zuwanderern an den Außengrenzen vor dem Hintergrund solcher Daten wie der 400 Millionen Afrikaner fordert, dem halten sie entgegen, dass es doch vielmehr darum gehen müsse, die sogenannten Fluchtursachen zu beheben, sprich das Motiv der Auswanderung zu beseitigen. Dies, meine Damen und Herren, ist eine brandgefährliche Irreführung. Es ist nämlich schlichtweg falsch, dass vor allem die Ärmsten der Armen zu uns kommen. US-Forscher haben ermittelt, dass der Auswanderungsdruck dann am höchsten ist, wenn die Jahreswirtschaftsleistung, also das Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf in einem Land zwischen 5.000 und 7.000 Dollar liegt, berechnet in den Preisen des Jahres 2005. Warum ist das so? Die Begründung ist ganz und gar plausibel und simpel. Liegt das Bruttoinlandsprodukt nämlich unterhalb dieser Zone, fehlt der Masse der Bevölkerung schlicht das Geld für die Auswanderung, die im Falle eines Schwarzafrikaners mehrere tausend Euro kostet. Liegt das Durchschnittsbruttoinlandsprodukt dagegen über der Zone von 5.000 bis 7.000 Dollar, also über 7.000 Dollar, dann schwindet in der Masse der Bevölkerung die Motivation, die Auswanderung zu wagen, weil man auch im eigenen Land zu Wohlstand gelangen kann. Und wie steht es nun in dieser Hinsicht um Afrika? Derzeit liegen nahezu sämtliche afrikanischen Länder bei der jährlichen Wirtschaftsleistung pro Kopf und Jahr unterhalb von 5.000 Dollar, und zwar deutlich in der Mehrzahl. Jeder kann nur hoffen, dass es den Afrikanern einmal besser gehen möge. Wer jedoch per verstärkter Entwicklungshilfe diesen an sich positiven Prozess beschleunigt, ohne gleichzeitig ein strenges Grenzregime zu etablieren, der provoziert nur noch größere Wanderungsströme als ohnehin derzeit schon. Denn er führt die Afrikaner heran an die Zone von 5.000 bis 7.000 Dollar, wo die Motivation und die Möglichkeiten zur Auswanderung erwiesenermaßen am höchsten sind. Aber es geht ja noch weiter. Laut Flüchtlingskonvention haben Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzukehren, wenn der Fluchtgrund weggefallen ist. Im Falle Syriens beispielsweise, wenn der Krieg beendet ist. Wird darüber gesprochen? Nein, es kommt der Vorschlag mit dem grotesken Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen. Die Ostpreußen haben Jahrzehnte darum gekämpft, in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen. Es wurde ihnen verwehrt. Und hier heißt es plötzlich, wir holen noch welche nach. Warum sollte jetzt, da der IS in Syrien fast besiegt ist, denn noch die Frauen und die Kinder der jungen Männer nachgeholt werden, wenn doch bald ganze Familien zurückkehren können? Oder geht es am Ende gar nicht darum, Menschen in Not zu helfen? Geht es am Ende vielleicht mehr darum, auf Biegen und Brechen die ethnische Zusammensetzung Deutschlands so rabiat und rasant wie möglich zu verändern? Die Chefin der mit Steuermitteln unterstützten Amadeo-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, hat es unlängst als einen der größten Versäumnisse der deutschen Politik bezeichnet, dass die neuen Bundesländer immer noch, Zitat, so weiß seien.
Also, dass es dort viel zu wenige Einwanderer aus entfernten südlichen Kulturkreisen gibt. Diese Äußerung sollte sich jeder merken, der nach den Motiven einer Politik fragt, die unbedingt mehr Einwanderung von irgendwoher herbeiführen will. Denn wie gesagt, das Argument mit den Fluchtgründen beseitigen, weshalb wir dann die Grenzen offen halten können, ohne dass noch mehr Massen hereinströmen, dieses Argument ist eine Irreführung. An dieser Stelle komme ich auf die Einschätzung am Beginn der Rede zurück, nämlich auf die Prognose, dass auch die Wahl vom 24. September keineswegs das Ende der Erschütterungen darstellt. Stattdessen hege ich die Erwartung, dass wir uns auf dem Weg zu weiteren Turbulenzen befinden und dass die kommende Erschütterung, wie schon auf dem Weg von der Sarrazin-Kontroverse über die Eurokrise zur Asylflut, abermals heftiger ausfallen wird als die ihr voranging. Dies liegt nicht nur daran, dass die Politik ihre verfehlte Grenz- und Asylpolitik einfach immer noch tiefer ins Desaster treiben lässt, dass sie sich in Formelkompromisse und Prinzipienreiterei verläuft, wo entschlossenes Gegensteuern längst angezeigt wäre. Dies liegt auch an einem historischen Gesetz, das derzeit völlig übersehen wird. Es war immer so und wird immer so bleiben, dass auf Zeiten guter Konjunktur und voller Kassen Phasen des Abschwungs und der leeren Kassen also folgen werden. Der Erfahrung nach sind wirtschaftliche Abstürze dabei umso tiefer und schmerzhafter, je länger die Aufschwungphase gedauert hat, die dem Absturz voranging. Gewöhnlich dauert ein Zyklus von Boom zu Boom, also von Spitze zu Spitze, oder von Rezession zu Rezession, von Krise zu Krise, etwa 4 bis 5 Jahre. Der derzeitige Boom der deutschen Wirtschaft geht dagegen schon ins 8. Jahr. Wir sind demnach längst überfällig für eine Korrektur nach unten. Am Leben erhalten wird dieser Dauerboom durch das billige Geld der EZB, durch die niedrigen oder Nullzinsen. Wirtschaftswissenschaftler mahnen jedoch, dass die Wirkung solcher Maßnahmen zur künstlichen Wirtschaftsförderung irgendwann ihre Wirkung verlieren und sich schließlich sogar gegen die Konjunkturentwicklung wenden, die sie eigentlich unterstützen sollten. Welche Folgen könnte ein Wirtschaftsabschwung für die politische und gesellschaftliche Lage Deutschlands zum jetzigen Zeitpunkt haben oder in einem Jahr? Nun blicken wir uns um im Land. Die Gerichte werden von Asylklagen überflutet. Die Polizei hat vielerorts ihre Belastungsgrenze bereits überschritten. No-Go-Areas ohne wirksamen Polizeischutz breiten sich aus. Neben all dem schießen die Kosten der Asylsucherversorgung ins Unermessliche. Die Zahlen konnten Sie neulich in der PAZ lesen und die stützen sich ja, wie Sie gelesen haben, auf die Untersuchung deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute und gehen dabei bis zu 80 Milliarden jährlich mittlerweile. Noch kann vieles dieser Probleme mit astronomischen Summen verkleistert werden. Geht den Verantwortlichen infolge eines Einbruchs der Wirtschaft aber dieser Kleister plötzlich aus, tritt die Dimension des Schadens in ihrer ganzen Scheußlichkeit ans Licht. In einer solchen Situation dürfte dieses Land eine politische und gesellschaftliche Eruption erleben, die bisher durchlaufende und von mir eben beschriebenen Stationen seit 2010 wie Trockenschwimmübungen erscheinen lässt. Was dann geschieht, vermag wohl kaum jemand vorauszusagen. Jedoch wird sich die Behauptung, dass für die Bezahlung der sogenannten Flüchtlingsbetreuung niemandem etwas weggenommen werde, auffliegen als völlig unhaltbar. Wie die betrogenen Deutschen dies wohl verkraften, wir werden sehen. In jedem Falle ist mit beträchtlicher politischer Unruhe zu rechnen. Keine schönen Aussichten. Vielleicht aber liegt in dieser beunruhigenden Perspektive auch eine Chance. Wir haben beobachten müssen, dass ein großer Teil der Deutschen in eine infantil verantwortungslose, zutiefst unpolitische und im Sinne des Wortes besinnungslose Haltung hinabgesunken ist. In eine Stimmung naiver Denkfaulheit, welche in dem bräsigen Ausspruch, aber uns geht's doch gut, ihre Grundlage zeigt und in dem hysterisch beglückten Welcome, Welcome-Rufen
auf den Bahnhöfen des Jahres 2015 ihren bizarrsten Ausdruck fand. Die abrupte Konfrontation mit der Wirklichkeit jedoch vermag da sicher dem einen oder anderen die Augen zu öffnen. Not macht nicht nur erfinderisch, sie lässt die Menschen oft auch innerlich reifen. Nein, niemand mag Wirtschaftskrisen oder politische Erdbeben. Die glücklichsten Seiten der Geschichtsbücher, so lautet ein weiser Spruch, sind jene, die weiß sind. Die Seiten also, die jene Jahre beschreiben, in welchen nichts passiert ist. Ein anderer Spruch aber lautet eben, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht der Esel aufs Eis. Die Erfahrung, dass leichtsinnige oder gar offensichtlich falsche Entscheidungen, wie wir sie in der Frage der Währungs- und der Zuwanderungspolitik gesehen haben, ohne spürbare Folgen für uns geblieben zu sein scheinen, diese trügerische Erfahrung hat bei vielen Deutschen den Blick für die Gefahren getrübt und ihr Urteilsvermögen eingeschläfert. Die tranige, meist nichtssagende Rhetorik der Bundeskanzlerin spielt die Melodie zu dieser Schläfrigkeit. Ein böses Erwachen ist schließlich immer noch besser als gar keines. Ich komme zum Ende. Die Deutschen haben in ihrer Geschichte bewiesen, dass sie sich auch aus schwersten und tiefsten Krisen wieder herauszuarbeiten wissen. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das auch dieses Mal wieder gelingen wird. Die Zeiträume der künftigen Entwicklung sind wie immer schwer abzustecken. Vielleicht führt uns ein Scheitern der derzeitigen Koalitionsverhandlungen viel schneller zurück an die Urnen, als wir es heute denken. Vielleicht schlagen die Deutschen dann schon ein neues Kapitel auf. Bei den derzeitigen Koalitionsverhandlungen weiß ich nicht so genau zu beurteilen, ob da wirklich verhandelt oder Schwarzer Peter gespielt wird. Auch darf nicht übersehen werden, dass in der EU, etwa in Italien, wo nächstes Frühjahr schon gewählt wird, Unwägbarkeiten warten, die auch auf Deutschland unmittelbar durchschlagen können und vermutlich werden. Wichtig erscheint mir vor allem, dass die Deutschen, also wir alle, jetzt nicht wieder wegdösen, zurückfallen in einen Zustand politischer Gleichgültigkeit. Ganz im Gegenteil ist es gerade in der allernächsten Zukunft angezeigt, die Handlungen unserer Politiker genau zu beobachten und sich einzumischen, etwa durch Leserbriefe, durch Internetposts oder sogar durch eigenes politisches Engagement. Was da im Moment hinter den Kulissen verhandelt wird, jedenfalls gibt zu allerlei Befürchtungen Anlass, man sollte genau hinsehen. Wenn etwas schiefläuft in einem demokratischen Gemeinwesen nämlich, dann hat dies immer auch mit Versäumnissen der Bürger zu tun, welche die Fehlentscheidungen zugelassen oder sogar unterstützt haben. Heute leben wir in Zeiten, in der jeder weitere Fehler in den genannten Feldern später teuer bezahlt werden muss. Aber, und das ist das Positive, die politische Landschaft ist bunter, weniger monolithisch geworden. Dies erhöht die Möglichkeit für jeden Bürger, sich effektiv ins Geschehen einzubringen. Diese Möglichkeit müssen wir nutzen. Wir sind es Deutschland schuldig. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das ist ja das Dilemma. Also es gibt natürlich auch aus Syrien Leute, die sich hier gerne durchfüttern lassen wollen. Ich habe mal von einer Flüchtlingshelferin, die das seit 20 Jahren ehrenamtlich macht, gehört, die meinte, die aus den Kriegsgebieten kommen, aus den direkt Bedrohten, die seien sowieso nicht hier. Was hier sei, sei in der ganz großen Mehrheit, seien Leute aus der Türkei, die dort schon jahrelang gewesen sind und denen dort langsam das Geld ausging. Und, so wie sie es nannte, sogenannte Vorsorgeflüchtlinge. Es könnte ja noch was Gefährliches kommen. Dann ist das nächste Problem, Sie haben Scholl-Latour erwähnt, ich will da gerne darauf eingehen. Es gibt den sogenannten Bürgerkriegsindex. Dieser Bürgerkriegsindex wird errechnet aus dem Verhältnis der 15- bis 19-jährigen Männer in einem Land im Verhältnis zu den 55- bis 59-jährigen. Warum ist dieses Verhältnis so wichtig? Die 15- bis 19-Jährigen, und die Arbeitsmärkte sind dort wesentlich immer noch von Männern beherrscht, aber die 15- bis 19-Jährigen, das sind die,
die demnächst in den Arbeitsmarkt drängen und Arbeit suchen. Die 55- bis 59-Jährigen sind diejenigen, die demnächst aus dem Arbeitsprozess ausscheiden und Stellen freimachen. In Deutschland zum Beispiel ist dieses Verhältnis bei 0,66. Es kommen also nur 2 Leute nach für 3, die ausscheiden. Durch die geringe Geburtenrate, es bessert sich ein bisschen, auch die Geburten der Deutschen werden ja wieder mehr. In Sambia beispielsweise ist das Verhältnis nicht 0,66 zu 1, sondern 7 zu 1. Da drängen also 7 junge Männer nach, junge Menschen nach, wo nur ein einziger ausscheidet. Man nennt es Bürgerkriegsindex, weil in Ländern, bei denen dieses Verhältnis besonders hoch ist, zu sehr vielen Jungen, zu sehr wenigen Alten, die Gefahren des Bürgerkrieges, reiner Verdrängungs- und Verteilungskämpfe am höchsten ist. So, und jetzt möchte ich wissen, wie man ein Wirtschaftswachstum entfachen will in Sambia, das diese 6 Arbeitsplätze pro Nase schafft, das also die Arbeitsplätze versiebenfacht, die dort jetzt zur Verfügung stehen. Das ist meines Erachtens hoffnungslos. Es gibt afrikanische Staaten, das ist glücklicherweise viel harmloser. Aber was ich eben illustrieren wollte, ist mit der amerikanischen Untersuchung Verhältnis Bruttoinlandsprodukt Auswanderungsdruck, dass es eben nicht so ist, wenn die Leute am ärmsten sind, dann ist der Auswanderungsdruck am höchsten und je wohlhabender sie werden, desto mehr nimmt er ab. Es ist stattdessen vielmehr eine Kurve. Die Ärmsten haben gar nicht das Geld, die kommen nicht, weil sie nicht kommen können. Wer von 2 Euro am Tag leben muss, der kann nicht 3.000 Euro für einen Schlepper zahlen. Und der hat auch keine Verwandten und keine Freunde, die ihm das geben können. Das heißt, es ist eine Kurve. Eine Kurve, die so, also von Ihnen aus gesehen so verläuft. Hier oben ist der Auswanderungsdruck am höchsten. Und die sind jetzt irgendwo hier, am Anfang. Und nicht ganz oben. Das heißt, wenn man da jetzt ohne vernünftige Grenzsicherung gegenüber Europa oder für Europa oder Deutschland den Lebensstandard anhebt, wird man den Auswanderungsdruck massiv erhöhen. Zunächst einmal. Weil alle, fast bis auf Südafrika meines Wissens, alle afrikanischen Länder unter 5.000 Dollar in Preisen von 2005 liegen. Einfaches Rechenbeispiel. Deswegen ist es eben so eine Irreführung zu sagen, wir müssen denen helfen, dann wird es schon was. Und dann werden es auch weniger werden, es werden mehr. Das Zweite ist, der syrische Arzt will wieder zurückgehen. Das Problem ist natürlich, wenn Sie wahllos hereinlassen und dann zur freiwilligen Rückkehr auffordern, wer geht dann zurück? Der Agile, der Arzt, der Ingenieur, der Arbeiter, der dort auch eine Zukunft hat. Wer bleibt hier? Derjenige, der sich auf ein Leben von Transferleistungen eingestellt hat. Denn die gibt es in Syrien nicht. Arbeit gibt es genug. In einem Land, das vom Krieg zerstört wird, wer weiß das besser als Sie? Arbeit gibt es genug. Aber keinen Platz für Faule. Keinen Platz für Leute, die sich lieber damit beschäftigen, Sozialtransfers. Da gibt es Deutsche, die das machen, die schon in der 3. Generation von Hartz IV leben. Aber solche Figuren gibt es natürlich auch in anderen Völkern. Noch dazu, wenn die Sozialleistungen in diesem Land ein Niveau haben, das dort einem besseren Gehalt entspricht. Da kann man Ihnen gar nicht verdenken, dass Sie sagen, ich bleibe hier. Und Sie bleiben vielleicht auch nicht mal hier, weil Sie faul sind, sondern Sie wollen vielleicht arbeiten. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Alle richtig, da sind dann Leute dabei, die haben entweder gar keine Ausbildung, können weder lesen noch schreiben. Man kann natürlich fortbilden, aber selbst in Europa haben wir da schon Probleme. Da sind dann Leute, die aus Bulgarien kommen und 26 Jahre, so einen Fall habe ich gerade erst im Gespräch gehabt, 26 Jahre alt, aus Bulgarien, 1,5 Jahre Schule. Wohin wollen Sie den denn qualifizieren? Und das heißt, diese Leute gehen dann in den Arbeitsmarkt für Niedrigqualifizierte. Das ist der einzige deutsche Arbeitsmarkt, in dem wirklich harte Verdrängung herrscht. Dementsprechend auch die Gehälter immer weiter absacken. Das sind die Paketzusteller, die Pizzaboten, lauter solche Sorte. Also mit Paketzustellern einen zusammenhängenden Satz in Hamburg zu sprechen, ist nicht mehr möglich wegen der Sprachbarriere. Und brauche aber auch nicht. Nur diese Jobs werden immer weniger und immer schlechter bezahlt. Und sie fallen immer mehr der Automatisierung zum Opfer. Das sagt, habe ich zum Beispiel in einer Aussage entnommen der Industrie- und Handelskammer von Oberbayern. Die sagten, ja, es wird immer mit dem Jugoslawienkrieg verglichen von vor 20 Jahren. Damals hatten unsere oberbayerischen Betriebe noch viele einfache Arbeitsplätze zu vergeben. Heute machen das alles Maschinen. Wir können mit den Geringqualifizierten heute nichts anfangen und das wird noch viel schlimmer werden. Man sagt, dass Hamburg zum Beispiel ist das größte deutsche Logistikzentrum, klar, wegen Hafen und so. Da werden überall in Fortbildung, wurden in den letzten Jahren, Deutsche oder nicht, zu Gabelstaplerfahrern ausgebildet.
In großen Lagern ist schon gar kein Staplerfahrer mehr. Da ist da sitzen noch 3 oder 4 Computersteuerer und Ingenieure und die Gabelstapler fahren automatisch herum. Die Kisten haben ihre kleinen Chips und die finden ihre Kisten selber. Da ist überhaupt niemand mehr. Und lauter, Sie können hingehen, wo Sie möchten. Alles, was da standardisierbar ist, fällt weg. Und die Leute, die jetzt aus diesen Ländern hierher kommen, die drängen da hinein. Und die werden Sie auch zur größten Mehrheit gar nicht woanders hinbringen. Und die freiwillig zurückgehen, das sind dann genau die, die hier auch eine Chance hätten. Aber natürlich wollen wir nicht, dass syrische Ärzte in Deutschland praktizieren. Denn die braucht das Land selbst. Also die Herren Araber, die sich jetzt über die Engländer beschweren und die Franzosen in Syrien, dann hätten sie eben 1915 mit uns verbündet sein müssen und nicht mit unseren Feinden. Selbst schuld. Also da fehlt mir das Mitleid. Die haben sich denen da schließlich an die Backe geworfen und sind von denen verkaspert worden. Beim Kaiser wäre ihnen das nicht passiert. Also, das ist das Erste. Das Zweite, Schuld, Syrien, da gebe ich die vor allen Dingen der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton. Denn wir hatten nach den Aufständen, wie überall der sogenannte arabische Frühling, da kann man jetzt lange drüber reden, erspare ich uns allen, war man in Syrien 2012, ein Jahr nach diesem sogenannten Frühling, bereits kurz davor, eine Allparteien-Friedenskonferenz einzuberufen, an der selbstverständlich auch der Diktator Assad teilnehmen musste. Warum soll man eine Friedenskonferenz halten, wenn eine Partei nicht dabei ist? Und zwar die wichtigste. Das hat Hillary Clinton verhindert. Sie hat Bestand darauf, dass das Assad-Regime an diesen Gesprächen nicht beteiligt wird. Und dann ging der Krieg los. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Da müssen Sie sich an die Landsmannschaft wenden, an die Politik direkt, aber als Journalist kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Die erste Frage, warum deutsche Kultur nicht gefördert wird, die trifft natürlich in den Kern, der meines Erachtens letztlich auch hinter der Zuwanderungspolitik steckt. Da ist dann tatsächlich etwas Deutschfeindliches dabei. Es ist sehr modern in Deutschland, gucken Sie sich nur an, der Bundespräsident Steinmeier zum Beispiel hat gesagt, also wenn die zu uns kommen, diese Geflüchteten, wie sie jetzt genannt werden, dann müssen sie auch die deutsche Geschichte annehmen. Was meint er mit der deutschen Geschichte? Er meint natürlich 12 Jahre. Das heißt also, wenn ich irgendwo, eigentlich irrsinnig, nicht, dass man also, dass der Präsident eines Landes von der Geschichte redet, seines Landes redet, und damit sozusagen automatisch, gar nicht, ohne darüber nachzudenken, den schwärzesten Punkt derselben in den Mittelpunkt stellt. So funktioniert natürlich auch Integration nicht, in so ein Volk will sich keiner integrieren. Und zweitens zeigt das, welche Haltung solche Politiker ihrem eigenen Lande und seiner Kultur gegenüber einnehmen. Und die sitzen natürlich auch in den Kulturämtern und überall sonst. Das ist sozusagen ein gemeinsamer Ungeist, der sich dort ausgebreitet hat. Aber wie gesagt, allein, dass Frank-Walter Steinmeier von der Geschichte unseres Landes sprach und damit automatisch den dunkelsten Punkt meinte. Das sagt für mich eine ganze Menge aus. Und dann wissen Sie, wie gesagt, was in den Hinterköpfen der Leute abgeht, die genau das tun, was Sie eben kritisiert haben. Ja, das ist ein interessantes Argument, das man ja immer wieder hört. Die Gesetze zwingen uns ja dazu. Wer macht denn die Gesetze? Die sogenannte gesetzgebende Gewalt, das sind die Parlamente. Das ist das Parlament, dem der vorsitzt unter anderem. Vor allem das ist das Europaparlament. Das ist der Bundestag, sind die Landtage, die Landesgesetze machen. Vor allem aber Bundestag und Europaparlament. Und da sitzen genau dieselben Politiker, die hinterher sagen, wir können leider nichts tun, weil die Gesetze so sind, wie sie sind. Aber die Gesetze kommen nicht vom Kaiser, die kommen vom Parlament. Und deswegen darf man sie damit nicht entwischen lassen. Denn sollen sie das gefälligst ändern, wozu wählt man sie denn? Als gesetzgebende Kraft, als Parlament, als Legislative. Das ist genauso ähnlich wie ein Politiker, die sie ständig dann in Berlin mit Brüssel herausreden. In Brüssel sitzen doch deren Leute auch, mit von derselben Partei. Und die Staats- und Regierungschefs sind es, die die Beschlüsse fassen, die dann hinterher als EU-Beschlüsse verkauft werden, gegen die wir ja leider nichts machen können. Nicht rauslassen, das ist dieses Hin- und Hergeschiebe von Verantwortlichkeiten. Damit darf man sie nicht entwischen lassen. Ja, also die Frage nach der Souveränität ist immer sehr interessant und doch recht einfach. Wir sind kein Zwergstaat, der unter der Fuchtel eines großen Nachbarn sitzt und dem nicht entrinnen kann. Wir sind ein 80-Millionen-Volk. Die größte Wirtschaftsmacht Europas, die 4. der Welt. Wenn wir uns also vertraglich einschränken lassen und das mit uns machen lassen, dann ist das nicht der Grund, der Grund dafür ist nicht, dass wir in einer unentrinnbaren Unsouveränität säßen, sondern weil wir nicht souverän sein wollen. Wenn ein Volk wie die Deutschen souveräne Entscheidungen treffen will, dann kann es das auch.
Ne? Also wie gesagt, wenn ein Land wie von der Größe Estlands sagt, wir können gegen den großen Nachbarn nicht an oder wir müssen uns deswegen bei den Amerikanern ankuscheln, weil wir sonst von dem anderen großen Nachbarn dominiert werden, dann sage ich, ja, Estland, deine Souveränität ist immer hochgefährdet und immer nur sehr, sehr relativ, weil du so klein bist. Weil du schnell mal eben majorisiert werden kannst. Aber für einem Land der Dimension Deutschlands nehme ich diese Ausflucht nicht hin. Das ist auch wieder wie eben bei den Gesetzen. Und da geht es ja auch um Gesetze, es geht um Verträge, die dann per Ratifizierung ja gesetzt werden. Es ist genau das Gleiche. Es sind Ausreden derjenigen, die dafür verantwortlich sind, die es machen könnten, wenn sie denn wollten. Ja, natürlich, das Problem ist, es geht ja schon, selbstverständlich, das Grundgesetz, worauf Sie anspielen, ist ein provisorisches Grundgesetz. Da gibt es verschiedene Diskussionen. Also ich glaube, das wird dann sozusagen von selber kommen, dergestalt, dass ein deutsches Volk, das sich tatsächlich als souveränes Volk empfindet, dann auch nach einer souveränen Verfassung rufen wird. Denn Sie haben vollkommen recht, im Grundgesetz steht drin, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das gesamte deutsche Volk sich in freier Abstimmung eine Verfassung gegeben hat. Das ist seit 27 Jahren nicht passiert. Richtig, aber inwieweit das Besatzungsrecht ist oder inwieweit wir uns dann besetzen lassen, jetzt in einzelnen Entscheidungen, das ist höflich uns überlassen. Das können wir aufgrund unserer schlichten politischen Stärke durchsetzen. Und wenn ich jetzt so nach Frankreich und England blicke, um mal zwei der Siegermächte zu nehmen, und mal gucke, was die zum Beispiel von unserer Zuwanderungspolitik halten. Der Mist, den haben wir hier in Deutschland gemacht. Wir, aber zumindest die Kanzlerin und die Regierung. In England ist man hochgradig nervös. Die Briten geben uns die Schuld für den Brexit, weil sie sagen, das war der letzte Punkt, der dazu geführt hat, dass wir da rausgeflogen sind, dass die Briten sich abgewendet haben. Und die Franzosen tun alles, um nicht in den Sog der Berliner Politik zu geraten. Also was diese Zuwanderung angeht. Wäre da also ein Besatzungsstatut, das ist nicht deren Politik, das waren wir selber. Leider. Wüsste man wenigstens, jemand beschimpfen könnte. Also der politische Kampf ist immer einer, wo es um Macht geht, und wo es um Macht geht, da wird auch ausgeteilt. Das heißt, wer sagt, ich möchte nicht unter Druck gesetzt werden, ich möchte in keine Ecken gestellt werden, der hat allerdings meines Erachtens in der Politik nicht viel verloren, denn das passiert immer. Es geht ja auch einfach um Geld, es geht ja auch darum, dass da Leute auf ihren Posten sitzen, auf denen sie gerne bleiben möchten. Und da sind einer wie Sie dann plötzlich eine Gefahr. Aber nicht wählen halte ich grundsätzlich nicht für sinnvoll, da man ja einfach gar nichts tut und damit wird man übergangen. Wir haben ja all die Jahre gesehen, dass die Nichtwähler immer mehr wurden. Sie haben es beobachtet, wurden immer mehr. Aber es hat keinerlei Auswirkung auf die Ausrichtung der Politik gehabt. Erst als jetzt mit den Blauen was Neues reinkommt, tanzen die alle im Dreieck. Da ist jetzt plötzlich Riesentheater. Da merkt man eine Reaktion. Die Nichtwähler, die haben zwar immer gejammert. Ach, wie schade, jetzt ist die Wahlbeteiligung schon wieder runtergegangen. In Wirklichkeit ist denen das Schnurz egal. Also Sie haben noch einen Punkt angesprochen, auf den ich noch eingehen möchte. Gewaltenteilung. Da haben Sie den wunden Punkt unserer Verfassung in der Tat schonungslos beim Namen genannt. Denn eigentlich sollen die drei Gewalten, Parlament, Regierung und Gerichtsbarkeit, sich ja gegenseitig kontrollieren. Aber schon bei Parlament und Regierung funktioniert es bei uns nicht, weil die Regierung aus dem Parlament hervorgegangen ist und das Parlament wiederum von der Regierung praktisch kontrolliert wird über die Fraktionszwänge. Also ist da nichts. Das war übrigens der Grund. Das war der Grund. Das Kaiserreich wird ja immer so als halbdemokratisch hingestellt. Das war der Grund, warum man damals in der Verfassung von 1867 respektive 1871 gesagt hat, das Parlament und die Regierung müssen komplett voneinander getrennt sein. Das heißt, niemand konnte gleichzeitig Mitglied des Parlaments und Mitglied der Regierung sein. Kein Beamter durfte im Parlament sitzen. Und der Kanzler, die Regierung, war dem Kaiser verpflichtet und nicht dem Parlament. Das ist natürlich auch nicht sonderlich demokratisch, obwohl der Kaiser ja nur Kaiser war, weil die demokratisch beschlossene Verfassung es so wollte, die man auch hätte ändern können mit 2/3 Mehrheit. Aber diese Trennung, dass die Regierung dem Parlament nicht aus dem Parlament hervorgeht, sondern das strikt getrennt ist, das war genau das, was Sie sagten, das war die strikte Gewaltenteilung.